Wer kennt sie nicht mehr, die alten Schinken, die Lümmel von der ersten Bank? Seit 50 Jahren werden diese Filme regelmäßig wiederholt und durch den persönlichen Draht von Sebastian Kubot zu Hansi Kraus konnten wir den Hauptdarsteller Pepe Niednagel zu Hause besuchen und unter anderem auch ein bisschen zu den Dreharbeiten ausquetschen. Yeah, ich bin hier in München unterwegs und zwar mit Drehortexperte Sebastian Kubot, aber es gibt heute keine Drehorte, sondern etwas anderes. Wir besuchen den Hansi Kraus, berühmt und berüchtigt als Pepe der Paukerschreck aus der beliebten Filmreihe Die Lümmel von der ersten Bank. Der hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Ja, und das ist mal richtig cool, oder? Und ob das cool ist. Über 50 Jahre nach den Dreharbeiten schauen wir mal, was Hansi darüber noch so weiß. Leider wird der Schauplatz des Films, das fiktive, altehrwürdige Mommsen-Gymnasium, gerade entkernt und so sieht es da Anfang 2020 aus. Das ist wahrlich kein schöner Drehort. Im Film spielt Hansi einen Schüler, der seinen Lehrern einen Streich nach dem anderen spielt. Hoffentlich macht er das heute nicht mit uns. Es war früh morgens und Hansi hat uns vorher schon erzählt, dass er Langschläfer ist. Klaro, jetzt wo er nicht mehr zur Schule geht. Wo ist das? Stimmt, ja. Wo ist das? Ja, ja. Hallo! Oh. Guten Morgen. Hast du noch geschlafen? Ihr seid schon da? Neun hat er gesagt, oder? Kommt rein. Komm, servus. Okay. Servus. Servus. Paddy. Ja, danke, dass es klappt. Freuen wir uns. Ja, super. Ja. Und du magst dich schnell umziehen wahrscheinlich. Ich zieh mich schnell um, ja. Tja, früher war er ungezogen, heute ist er umgezogen. Von 1967 bis 1972 wurden insgesamt 7 Lümmel-Filme produziert. Vorlage war der satirische Roman Zur Hölle mit den Paukern von 1963. Hinter dem Pseudonym Alexander Wolf verbirgt sich der Pädagoge Herbert Rösler. Dieses Buch wurde als erster Teil der Reihe verfilmt. 2,5 Millionen Menschen gingen ins Kino und schauten Pepe bei seinen Streichen zu. Ach, sehr schön, lieber Hansi. Ja, und hier haben wir auch gerade wie auf Bestellung schon die Lümmel von der ersten Bank. Sag mal, das ist ja nun schon über 50 Jahre her und immer noch kommen Leute und fragen dich, ist das nicht manchmal auch ein bisschen nervig vielleicht? Was soll ich jetzt darauf antworten? Kann es ja schon mal sein, oder? Soll ich sagen, du nervst mich oder was? Nee, aber dass man manchmal denkt so, ach komm, jetzt will ich mal eine kleine Auszeit davon oder ne, auch nicht immer darauf angesprochen werden, sowas meine ich eher. Naja gut, ich habe mich dran gewöhnt. Ich meine, ich habe damals meinen Namen daher von den Lümmel und von den Lausbuben-Filmen und daher kennen mich die Leute und ich habe mich eben dran gewöhnt, was soll's. Ja, das ist doch schön, das ist doch super. Sebastian, du kennst den Hansi ja nun schon etwas länger. Du hattest sogar am Anfang mal eine Homepage und die Domain Hansi Kraus. Genau, das war eine Fan-Webseite, weil ich auch mit den Filmen groß geworden bin. Und später kamen auch weitere Projekte. Wir haben auch Hörspiele zusammen gemacht und da haben wir schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Was ich mich ja frage, wenn mich die Leute fragen nach der alten Zeit, zum Beispiel vor 20 Jahren oder so, da habe ich manchmal schon Schwierigkeiten, mich an die Sachen zu erinnern. Wie ist es denn bei 50 Jahren? Das ist ja noch schwieriger, ne? Das stelle ich mir hart vor. Naja, so an bestimmte Highlights erinnere ich mich natürlich und auch an, ja, was ich auch als Knabe da hinter der Kamera getrieben habe. Daran erinnere ich mich schon, ja. Gibt es manchmal Sachen, dass dir wieder Erinnerungen kommen, die du lange nicht mehr im Kopf hattest? Ja, manchmal schon und die schreibe ich mir dann auf, weil ich vorhabe, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise mit jemand zusammen ein Buch schreibe, weil ich bin im Schreiben nicht so gut. Und da habe ich mir so Anekdoten aufgeschrieben, die ich dann wieder abrufen kann. Da kommt vieles im Schreiben jetzt auch wieder hoch wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Ja, eigentlich nicht. Meistens so in Gesprächen wie heute oder mit irgendwelchen Freunden oder Kollegen, da kommt dann manchmal was hoch. Ja. Ja, also die Lümmel von der ersten Bank, die waren ja jetzt gar nicht deine allererste Sache, denn da gab es ja noch eine andere. Du warst ja damals wirklich noch sehr jung, als du echt angefangen hast, ne? Ja, eigentlich bin ich mit 12, hat man mich für die Lausbuben-Geschichten verpflichtet. Und damit habe ich angefangen. Und nach, ich glaube, 68 war das, hat der Herr Seitz, der die Lausbuben-Geschichten produziert hat, gedacht, die Lümmel wären vielleicht auch nicht schlecht und wollte dann diese Lümmelfilme produzieren. Allerdings nicht mit mir, sondern mit jemand anderem, weil er gesagt hat, ich sei für die Lausbuben-Geschichten reserviert. Also er wollte ja noch Lausbuben-Geschichten drehen und die Lümmelfilme
sollte jemand anderer machen, weil nicht, dass die Zuschauer dort durcheinander kommen. Und ich weiß auch nicht genau, warum. Jedenfalls hat derjenige, der das spielen sollte, hat es nicht gepackt, also der hat es nicht gebracht. Und dann haben die schon, ich weiß nicht, wie lange mit ihm gedreht. Und dann ist dem Herrn Seitz nichts anderes. Er hatte niemand anderen als mich und darum bin ich zu den Lümmelfilmen gekommen auch noch. Und den hast du ja selbst rausgesucht? Ja, genau, das war ein Schulkamerad von mir. Ja. Und war auch selbst ein Schauspielersohn. Ja. Von Hugo Lindinger. Der ist bei Pumuckl und das Schlossgespenst der Butler zum Beispiel. Das war ein alter österreichischer Schauspieler, ganz kräftig, und das war der Sohn. Und da hat der Herr Seitz gedacht, der Schauspieler ist der Vater, wird es der Sohn auch können. Ja, liegt in den Genen, aber manchmal ist das ja auch nicht so, ne? Also. Und die Szene, die gedreht wurde, wo dann der Werner Jacobs war es, glaube ich, im ersten Film schon, abgebrochen hat, das war die Szene am Bahnhof in Baden-Baden, wo die französische Austauschschülerin kommt. Ja. Und da hat er das Handtuch geworfen und hat gesagt, so geht's nicht weiter. Hol's mir den Hansi her, hat er doch gesagt. Ja. Hol's mir den Hansi her, das ist mein Wort, oder? Und der Hansi kam dann auch, ne? Hat das Ding dann den Karren aus dem Dreck gezogen, sozusagen. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, mega cool, mega cool. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.